So, meine Damen und Herren, ich schlender hier meines Weges durch die Döbner Innenstadt und die Sendung heißt Ready for Freddy und wir überprüfen also, ob Unternehmen Ready for Freddy sind. Ich bin neu in der Stadt und wir nehmen jedes Unternehmen. Und jetzt sind wir bei Bright Essentials. Wie spricht man es aus? Bright Essentials, meine Damen und Herren. Und ja, ich werde mir jetzt ein Brautkleid holen. Los geht's. Schönen guten Tag zusammen, hallo. Guten Morgen ist es, genau. Also, wir freuen uns sehr. Ready for Freddy im Brautfachgeschäft, im Brautladengeschäft des Vertrauens. Stell dich doch mal ganz kurz vor und sag, wo sind wir hier? Hi, also guten Morgen erstmal zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Nadine Seyrek. Ich bin Inhaberin des Brautmodengeschäfts Bright Essentials seit 2018 mittlerweile hier in Döhm in der Innenstadt und versuche hier sämtliche Bräute in Döhm und Umgebung glücklich zu machen. Nadine, Smalltalk, kommst du aus Döhm? Ja, tatsächlich. 6 Kilometer in die Richtung und bin also auch schnell da, wenn Not am Mann ist. Das heißt, 6 Kilometer in die Richtung? Bouldern. Rödder, tatsächlich. Oh. Ja, fast. Ja, aber du so lange wohnst du ja auch noch nicht hier. Da musst du einordnen. Genau, ich bin neu. Ja. Der Kameramann und Nadine sind Nachbarn, das ist schon mal sehr gut, genau das, der Kameramann. Nadine, du hast schon gesagt, wir wollen so eine kleine Roomtour machen, lass uns doch mal hier rumführen und dann sag uns doch mal, wir stellen uns vor, ich bin jetzt eine Braut, wie lange braucht, kannst du das sagen, eine Braut bei der Übertreten der Schwelle bis zum Brautkleid, wie lange dauert dieser Prozess? Okay, das kommt natürlich darauf an, wie schnell die läuft, ne? Aber im Grunde genommen pendelt sich das so roundabout immer um die 2 Stunden ein. Ich versuche der Braut immer möglichst auch nach hinten hin Luft zu lassen, damit ich eben nicht diese Taktung drin habe und wenn sie noch ein Minütchen braucht, hat aber schon die nächste in den Startlöchern zu stehen. Aber im Grunde genommen pendelt sich so um die Zeit ein, genau. Okay, lass uns mal gucken. Also ich kenne mich ja gar nicht aus, ich oute mich. Beispielsweise, ich könnte jetzt mal ein kleines Quiz machen. Das hier sind Pailletten. Nee, das sind Perlen tatsächlich. Kennt man auch so vom Alltagsschmuck. Pailletten sind eher so dieses Flache, ne? Also dieses Flache, was so ein bisschen spiegelt. Jetzt gucke ich gerade mal, wo haben wir denn hier ein Paillettenkleid? Warte mal, hier vorne sehen wir es. Also alles, was so ein bisschen flacher ist und spiegelt, ist da eher so Richtung Pailletten. Das sind echt schon die Mehr-ist-mehr-Kategorien. Ne? Also so ein bisschen Glitzer, ein bisschen voluminöser Rock. Aber es gibt hier auch echt seichtere Linien, wobei ich dich auch eher mehr in sowas sehe, muss ich sagen. Ja, meine Damen und Herren, also es ist ja ehrlich. Ready for Freddy ist immer authentisch und ehrlich. Und wir wollen ja ehrlich Produkte testen. Und bei diesem Laden hier muss man sagen, okay, dann teste ich halt ehrlich Produkt. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie ein Brautkleid in der Hand gehabt. Das heißt, wie machst du das denn so? Also du hältst das so in der Hand und hältst das der Braut erstmal an den Körper? Oder wie, also wie komme ich jetzt hierzu? Sage ich einfach als Braut, okay, das ist schön, ich nehme das oder wie funktioniert das? Jetzt hast du natürlich eine fantastische Größe, du kommst da viel besser dran als ich, ne? Aber im Grunde genommen lasse ich die Braut erstmal selber im Laden stöbern. Das heißt, sie darf sich erstmal hinsetzen, darf mir ein bisschen was erzählen zu ihrer Hochzeit und wen sie mitgebracht hat und was sie sich eigentlich vorstellt. Dann darf die ganze Bagage zusammen hier einmal durch den Laden rennen und stöbern und gucken, was irgendwie erstmal optisch am Bügel gefällt. Ich hänge das Ganze raus. Und dann probieren wir uns erstmal durch. Und wenn da schon das Richtige dabei ist, perfekt. Wenn nicht, dann machen wir nochmal eine 2. Runde, in der sie ein bisschen dezidierter guckt, ah, was gefiel mir jetzt eigentlich an mir? Weil dieses Anhalten vom Bügel, naja, ich sag mal so, figurtechnisch wirkt das nicht so richtig, ne? Da muss man schon was am Körper haben. Alles klar. Wir kleiden uns jetzt also an. Wir machen den Prozess jetzt tatsächlich. Ich werde ein Brautkleid anziehen. Vorher trinken wir noch ein Bigolöchen oder so, damit wir die Sache auch überstehen. Nadine, ich bin sehr gespannt. Los geht's. Cut up here. Perfekt. Hallo. Ja, ist dieser Laden Ready for Freddy? Ich glaube schon. Das Kleid steht mir. Es ist, Nadine, man muss sagen, jetzt kann es doch sein, dass jemand meine Statur hat. Also, ja, aber nach oben hin ist es schwieriger, ne? Deine Statur ist ja super. Für einen Mann. Für einen Mann. Jetzt haben wir bei Frauen natürlich andere Proportionen in der Regel. Es ist aber so, dass wir bei ganz vielen Herstellern die Sachen individuell anfertigen können. Das heißt, das Kleid hängt hier als Musterstück. Du probierst es an und es wird sowieso in deiner Größe nachbestellt. Top. Super. Also ich finde auch, es sitzt. Ich fühle mich... Ich fühle mich tatsächlich, also wenn ich jetzt mal wirklich Real Talk, achso, wir müssen ja hier, wenn ich jetzt mal so ein bisschen ehrlich Real Talk mache, jetzt muss ich wirklich sagen, Nadine, ich finde, ich fühle mich oben ein bisschen nackt. Das, so fühlt man sich dann, ne? Wenn man so ein trägerloses Modell wählt, klar, aber wir haben natürlich noch Optionen. Das heißt, die Spitze, die du hier in dem schönen Oberteil hast, die könnten wir wunderbar auch als großen Träger noch verpacken, sodass du hier ein bisschen mehr Komfort bekommst. Aber ich habe dauerhaft das Gefühl, dass man mir in mein Dekolleté guckt und dass auch mein Dekolleté eigentlich komplett entblößt wird gleich. Also es ist wirklich, es ist... Was soll ich dir sagen? Was ist das los, was man dann hat? Ich habe ja noch nie in meinem ganzen Leben ein Dekolleté-Kleidungsstück getragen. Ist ja schrecklich. Jetzt aber Zeit.
Ja, meine Damen und Herren, ist dieser Laden ready for Freddy? Wir machen es jetzt so, ich nehme ja jedem Laden etwas mit und dieses Kleidungsstück werde ich natürlich auch mitnehmen. Ich werde es im Alltag tragen. Sie werden mich in der Stadt Dülmen erkennen, meine Damen und Herren. Dieses Kleid muss getragen werden. Wir sind auch generell dafür, mehr Männer im Brautkleid. Und meine Damen und Herren, es war uns eine Ehre. Nadine, da können wir nochmal drauf schwingen. Ist es so, man trinkt hier standesgemäß dann nach dem Kauf eines Kleides im Pegolöchen? Auch zur Lockerung vorher schon, aber natürlich auch, wenn die Braut das Kleid gefunden hat. Insofern würde ich jetzt sagen... Ja. Ja, das machen wir. Also, meine Damen und Herren. meine Brautjungfer auch im Hintergrund. Es ist ja auch schon 11 Uhr morgens. Es ist 11 Uhr morgens, meine Damen und Herren. Also, wir starten. Danke, Nadine. Und auf die Hochzeit, ne, meine Damen und Herren. Wir sehen uns. Ready for Freddy. Das war's.